Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Wenn in nächster Zeit irgendwo ein Krieg ausbricht, was mit Sicherheit passieren wird, und daraus der Dritte Weltkrieg resultiert, ist es im Endeffekt egal, wo dieser Krieg ausgebrochen ist. Nachdem ich das Video Droht der Dritte Weltkrieg gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass einige Leute, die mich anschrieben, nur auf ihr persönliches Recht pochen, weil in dieser Zeit gerade Nordkorea ein bisschen aufmuckt. In diesem Video sprach ich an, dass in diesen Tagen ein Treffen der Israel-Lobby in Washington stattfindet, Israel-Lobby APEC. Dabei wurde vermutet, dass es darum ging, dass Israel einen Angriff auf den Iran plant. Da die Außenpolitik von Amerika stark von dem Einfluss Israels abhängt, kann man davon ausgehen, dass Militäreingriffe im Iran und in Syrien ungefähr zur gleichen Zeit stattfinden. Syrien sollte man in diesem Fall im Zusammenhang sehen, dass dies das letzte Schutzschild des Iran ist. Das heißt, bevor Syrien nicht platt gemacht wurde, marschiert auch keiner in den Iran ein. Die abgeschlossenen Bündnisse zwischen dem ewigen Opferstaat Israel zu Amerika und genauso zur UNO oder NATO dürften allgemein bekannt sein. Dass die Länder, die meistens gegen so einen Krieg sprechen, auf irgendwelchen Sicherheitsräten Russland und China ist und dessen Rolle sind auch bekannt. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, einfach mal nachschauen. Sollte dies vonnöten sein, das nachschauen zu müssen, sollte man auch gleich nach Zionisten schauen, bevor eine Antisemitismuskeule geschwungen wird. Nun hat sich die Lage doch ziemlich verschärft, was Nordkorea betrifft. Und es scheint, als wäre es ein Zufall, dass ich noch gestern ein Video hochgeladen habe mit dem Titel Kampfdrohnen zum Schnäppchenpreis. Auf die Lage in Nordkorea hinbezogen, ist es nicht verwunderlich, dass die USA Tarnkappendrohnen ausgesandt haben. Das hat man auch kurze Zeit später bei manchen Tigern oder im Internet lesen können. Auch konnte man lesen, dass für manche völlig unerwartet Putin ein Manöver ankündigte und 7000 Soldaten entsandt. Mittlerweile werden sogar Langstreckenluftangriffe geprobt und aus Mursankibisk startete ein U-Boot-Flotte. Aber eine wichtige Meldung in diesem Zusammenhang fehlt doch. Und zwar kann man in diesem Bertelsmann Springer Reuters verseuchten Medienstaat nicht erwarten, dass darüber berichtet wird, dass die UN sich vorbereitet, in Syrien einzumarschieren. Schaut man auf ausländischen Pressen nach oder auf bestimmten Seiten, wird das ganz groß betitelt. Das heißt im Klartext, es geht in Richtung Syrien. Und dabei ist mir natürlich bekannt, dass andere Pressen auch Propaganda betreiben. Denkt man dabei darüber nach, dass die Türkei erst vor kurzem die syrischen Flüchtlinge aus dem Land warf? Was mit denen passiert, wenn sie in Syrien ankommen, dürfte klar sein, und dass das ein Kriegsgrund ist, für die UN irgendwo einzumarschieren auch. Rechnet man dazu das Verhältnis von China, der USA, Russland, Korea, UN, Europa zusammen, dann könnten China und Russland irgendwie in Schwulitäten kommen. In Bezug auf Bündnisse, in Bezug auf Sympathien, in Bezug auf Rohstoffe, in Bezug auf Partnerschaften. Die ein oder andere Provokation in letzter Zeit blieb ja nicht aus. Dazu kommt, dass ungewöhnlich viele Übungen oder Manöver von NATO- oder UNO-Partnern in der Nähe von Spannungsgebieten stattfinden. Aber da es in der Region oder in der erweiterten Region in dieser Zeit eh abgeht, nicht nur in Mali, ist jeder, der nicht gerade am Manöver ist, sowieso in der Nähe. So viel zum Thema Geopolitik. Hier noch ein paar Dinge, über die es sich nachzudenken lohnt. Obamas Besuch letzte Woche in Israel. Die internationale Presse versucht Syrien und Russland gegeneinander auszuspielen. Wie durch Zufall, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, fängt die USA an mit Abrüstung und zieht eine Atomwaffe aus Deutschland ab. Ausgerechnet bei Guam fangen amerikanische Kampfjets zwei russische Tu-95 ab. In der Zeit, in der die USA Langstreckenwaffen testet, kommt der Asteroid der Erde näher. Das Loch im Ural sah ziemlich komisch aus. Und ein paar Wochen später in Russland ein Erdbeben, das sich keiner erklären kann. Man könnte mal darüber nachdenken, wer von manchen Aktionen das meiste profitieren würde. Und dazu sollte man sich so manche Situation nochmal ins Gedächtnis rufen, wie sie der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und was sich im Nachhinein herausstellte.
Der allergrößte Vorteil an der Sache wäre allerdings, wenn man sich endlich eingestehen würde, dass die Möglichkeit besteht, dass aus Opfern von gestern Täter von heute werden. Auch wenn es nicht sein darf und auch wenn es keiner hören will. Einfach mal hinterfragen, ob Ereignisse aus den letzten Jahren nur Zufall sind oder ob eventuell Strategie dahinter steckt. Und spart euch diesen Antisemitismus-Schwachsinn. Oder einfach mal im Brockhaus nachschlagen, was das eigentlich bedeutet. Alle Währungen der Welt orientieren sich am Dollar. Das heißt aber auch, wer den Dollar beherrscht, beherrscht das Weltgeldsystem. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Federal Reserve Bank eine Privatbank ist und insofern keinen Kontrollen seit 1971 mehr unterliegt, auch keiner Bindung an Gold. Die können drucken, was das Zeug hält, und damit schaffen sie Geld. Dass das nicht in den USA längst zu einer grandiosen Inflation geführt hat, hängt damit zusammen, dass sie es in die Welt drücken konnten. Sie haben die Welt gezwungen, diese Leitwährung der Welt als Zahlungsmittel anzuerkennen. Und wer das nicht anerkannte, wurde von heute auf morgen zum Terroristen erklärt und wurde erledigt. لماذا العراق؟ شو سبب له؟ بلاد العراقي ما هو عراق؟ اللي غربوا نيويورك عراقيين ما هم عراقيين؟ في أسلحة دمار شامل عند العراق ما عنده. حتى لو عند العراق صعيد مارشال، أو باكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كل عندها قنابل ذرية. Sollte es Europa gelingen, Griechenland loszuwerden und andere Kandidaten und sich in der Währungsfrage auf solidere Füße zu stellen, so wie das hier beschrieben worden war, dann schwächt das die USA so, dass es deren Kriegslust stärkt. ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. Es wird richtig gefährlich Richtung Iran-Krieg, wenn Syrien umgekippt ist. Das müssen wir beobachten. Und es ist die große Frage, ob das geschafft wird. Im Moment, ehrlich gesagt, sieht es so aus, ja. Es sieht so aus, als würde ein Regime-Change in Syrien hinbekommen werden. Und dann stehen wir allerdings vor dem Krieg gegen Iran, ja. Europa hat sozusagen doppelt zu verlieren. Einmal durch die schreckliche Europa-Währungs- und Finanzpolitik und zum anderen durch die kriegerische Haltung der USA, die zunimmt, je schwächer währungsmäßig die USA werden. Wir haben ein riesiges Incentive, einen Ansporn, den Iran anzugreifen, weil ja die Umfassungsstrategie gegen Iran gescheitert ist. Wir haben, das habe ich noch bei der Bundeswehr unterrichtet, der Iran soll eingekreist werden. Wir hatten die Irak-Invasion, Afghanistan-Invasion war davor. Wir haben die Schiffe im Persischen Golf und wir haben eine sogenannte Caspian Sea Initiative. Und wir haben zunächst gesehen, dass also die Initiative, die Anrainer des Kaspischen Meeres unter einen Hut zu bringen, das ist schiefgegangen. Russland hat dagegen gesteuert, China hat dagegen gesteuert, sehr erfolgreich. Und jetzt war es klar, nach dem Kriegsverlust in Irak und in Afghanistan, dass der Iran jedes Mal seinen Einfluss vergrößert hat. Das heißt, den Iran anzugreifen wäre jetzt eine super Nummer, um die alten Kriegsverluste sozusagen zu heilen durch einen Regime-Change in Iran. Nicht die Welt muss Iran beweisen, dass der Iran die Atombombe baut. Iran muss die Welt überzeugen, dass er die Atombombe nicht will. So I'm going to begin about this concept of institutional corruption. We have power because there are more than 3.2 million people. Es ist unglaublich, dass unsere Volksverräterin einen Satz hinbekommen hat, der noch sinnfreier ist als dieser: Stirbt der Euro, dann stirbt Europa. Einfach mal nachdenken.